Natürlich, dass es für die Kinder immer eine Spur hinterlässt, sage ich mal. Also ich glaube, es gibt keine Kinder, die da irgendwie unbeschadet rauskommen. Unglück, Trauer, Zeitmanagement. Ja, ein fehlender Teil im Leben, vielleicht so eine fehlende Wurzel. Da muss ich ehrlich gesagt an mich denken, weil meine Eltern sind geschieden. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt an etwas sehr Negatives denken. Häufiges Phänomen in unserer Zeit. Also sehr viele Kinder sind Scheidungskinder heutzutage. Das gehört zum Alltag, zum gesellschaftlichen Alltag dazu. I think it affects some way, bad way to the children, because when parents divorce, because when they have some problem, maybe children could see parents fighting or maybe like that, so maybe it is affect children's future badly. Dass viele Kinder eben leiden unter der Trennung ihrer Eltern. Sie haben sie ja beide lieb und wollen eigentlich niemandem wehtun, ja, und werden immer hin und her gerissen. Und das ist leider häufig der Fall. Also es ist ja ein bisschen blöd, nicht mehr zusammen mit den Eltern zu leben zum Beispiel, aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Wichtig finde ich, dass man den Kindern das so angenehm wie möglich, sage ich mal, macht. Es ist immer keine Option, zusammen zu bleiben als Eltern, wenn man sich nicht mehr versteht. Das kann auch viel kaputt machen, denke ich. Aber für die Kinder ist es wichtig, dass sich die Eltern irgendwo immer noch, ja, verstehen, in Anführungszeichen. Also meine Eltern sind getrennt. Also ich bin mit meinem Mann fast 25 Jahre verheiratet und wir stammen auch aus keiner Scheidungsfamilie. Es hat sich halt so ergeben. Also ich habe noch einen Halbbruder, das ist mein bester Freund. Und seine Eltern, also meine Mutter und sein Vater, haben sich getrennt. Und ja, das war schon extrem krass, weil der Vater eben keine Alimente zahlen wollte. Also wenn die Eltern sich wirklich bis aufs Blut hassen und bekriegen, kann das vielleicht besser sein, wenn sie sich scheiden lassen. I have a friend who parents divorced. When she talk about her childhood, she saw a lot of pain, parents fighting, so she don't want to say about that. Meine Erfahrung ist es, dass die Kinder sehr leiden. Und wenn gute Regelungen getroffen werden, zum Beispiel das geteilte Sorgerecht wirklich ordentlich geregelt ist, dann gibt es auch positive Seiten. Ja, es gibt auch viele verschiedene Organisationen von Zusammenleben, von Partnerschaft auch, ne? So mit Kindern, die mit zwei Vätern zusammenleben und zwei Muttis und oder nur eine Mama. Und ich denke, dass es schon Alltag ist heutzutage.